Hallo Fotofreunde, in diesem Video dreht es sich um die Eventfotografie. Heute Thema die Akkreditierung für Events. Für jedes Event ist es notwendig, sich bei der zuständigen Pressestelle zu melden und sich dort akkreditieren zu lassen. Denn immerhin entscheidet die Pressestelle, wie viele Fotografen sich auf dem Event bzw. auf der Veranstaltung herumtummeln dürfen und fotografieren können. Am Ende heißt das natürlich für dich da draußen, dass du deine Anfrage, ob du dort auf der Veranstaltung fotografieren darfst, so schnell wie möglich rausschicken solltest. Das heißt so, wenn die Veranstaltung in einem halben Jahr ist, dann solltest du definitiv spätestens 3 Monate vorher deine Anfrage gestellt haben. Möchtest du also auf einem Event als Fotograf tätig sein, dann solltest du nicht einfach nur irgendwas mit Medien machen, sondern genau das mit Medien. Das heißt auf jeden Fall, dass du als Fotograf schon mal einen Event oder aber auch einfach irgendwie wunderbare Landschaftsfotos bzw. Porträtfotos gemacht haben solltest. Denn deine Fotos entscheiden darüber, ob du auf der Veranstaltung als Fotograf tätig sein kannst oder nicht. Es gibt nämlich Stichproben, je nachdem, welche Pressestelle dafür zuständig ist. Und schaut nach, wann du das letzte Mal irgendwelche Fotos gemacht hast bzw. ob deine Fotos auch wirklich zur Veranstaltung passen. Das heißt also, dein Portfolio dürfte oder sollte nicht älter als 6 Monate alt sein. Denn immerhin sagt man sich so, alles, was älter als 6 Monate ist, heißt, dass du nicht mehr als Fotograf tätig bist. Und dadurch kann man sich natürlich die Chance verbauen, als Fotograf auf dieser Veranstaltung bzw. auf diesem Festival, wie auch immer, tätig zu sein. Ist es also nun soweit, dass du eine Akkreditierung erhalten hast, bedeutet diese Akkreditierung selbstverständlich nicht, dass du überall Zutritt erhältst. Denn das behält sich der Veranstalter selbstverständlich vor. Er entscheidet, in welche Bereiche du kommen darfst und nicht kommen darfst. Manchmal ist es so, dass du ein einfaches Pressebändchen erhältst. Das erlaubt dir definitiv den Zutritt für das Konzert oder aber auch einfach auf das Festivalgelände. Und das war es. Dann kann es natürlich sein, dass es verschiedene Kombinationen gibt. So kannst du zum einen ein weiteres Bändchen bekommen und hast die Möglichkeit, hinter irgendwelche Bühnen zu kommen oder aber in Bereiche, die für normale Leute einfach nicht da sind. Aber es gibt auch noch eine andere Kombination, und zwar ein Pressebändchen plus ein weiteres Bändchen und ein offizieller Pass. Das heißt, dass du selbstverständlich überall hin kannst und zudem auch in den Backstage- bzw. Künstlerbereich. Dort ist es selbstverständlich so, dass du als Fotograf Fotos machen kannst, also alles, was nicht Backstage und nicht Künstlerbereich ist. Im Backstage- und Künstlerbereich ist es normalerweise so, dass du dort deine Kamera einfach nur tragen kannst, und wenn dann ein Künstler sagt, mach doch mal bitte ein Foto, dann darfst du auch ein Foto machen. Ansonsten ist es dir nicht erlaubt und nicht erwünscht. Das Ganze beruht selbstverständlich auf meinen Erfahrungen. Von daher kann man sich daran halten, beziehungsweise kann man versuchen, diesen Leitfaden zu folgen. Und es ist gar nicht so verkehrt, wenn man das macht. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, viel Glück und good luck, wenn man bei einem Event als Fotograf tätig sein möchte. Denn manchmal ist es auch so, dass man einfach eine Absage bekommt oder keine Antwort mehr erhält. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann natürlich den Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Und es wäre auch schön, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst, denn eventuell gibt es unter deinen Freunden jemanden, der bei einem Event als Fotograf tätig sein möchte. Hier oben und da unten gibt es noch 2 weitere Fotovideos, auf jeden Fall da auch nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, was auch immer. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.